Für die erste DFB-Pokalrunde hatte sich Darmstadt 98 in diesem Jahr nicht qualifiziert. Das pflichtspielfreie Wochenende nutzte der Drittligist, um in der Nachbarschaft Gutes zu tun. Der FCA Darmstadt ist ähnlich wie die 98er vor 4 Jahren derzeit von der Insolvenz bedroht. Daher kam es am Samstag zu einem Benefizspiel für den Hessenligisten. Heute sind wir auch hier an der Stelle helfen, dass die Sache finanziell in Ordnung gebracht wird. Und wir sind natürlich die Ersten gewesen, die bei diesem Anliegen sofort Ja gesagt haben und hier Unterstützung zugesagt haben. Die mitten in der Sonne aufgestellten Zusatztribünen waren zwar etwas fehl am Platz, im Schatten hatten sich dann aber doch immerhin rund 400 Zuschauer gemütlich gemacht, um sich die einseitige Partie anzuschauen. Die Lilien hatten nur wenig Mühe mit dem Hessenligisten, der am Tag zuvor noch 1:0 in Wetzlar gewann. Kasper Tatara brachte die 98er nach 14 Minuten in Führung. 8 Minuten später Elfmeter für die Lilien, Markus Stegmann verwandelte mit etwas Mühe. Sehenswert auch die Treffer zum 3:4:0. Briston Zimmerman und Danny Latzer schossen die klare Halbzeitführung heraus. Wir haben uns gut bewegt, haben versucht, den Ball direkt so gut laufen zu lassen, uns nicht so viel zu bewegen bei dem Wetter. Kurze Sprints, die machen dann schon sehr kaputt und bei der Hitze ist das schon anstrengend. Ja. Auch nach der Pause waren die Lilien klar überlegen. Rudi Hübner, Marc Schnier und Andreas Gebler schossen den 7:0 Endstand heraus. Am kommenden Sonntag treffen die Darmstädter in der 3. Liga auf Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Schöne Kulisse, wenn 10.000 kommen, natürlich umso schöner. Ja, warten wir mal ab. Ich denke, das Burghausen-Spiel, auch wenn es zum Schluss nicht gut ausging, hat positive Zeichen gebracht und die Mannschaft und das Trainerteam werden entsprechende Schlüsse rausgezogen haben. Wir werden mit absoluter Siegermentalität am Sonntag rausgehen und so wie es aussieht, werden wir auch eine große Kulisse haben und die wird unsere Lilien zum Sieg tragen, da bin ich ganz, ganz sicher.